Hallo. Hallo. Wie immer Anfang des Monats ist mal wieder Time-Tracking-Zeit bei Jotzi Lang. Ja, und heute nehmen wir euch mit ins Jahr 1997 und es geht erstmal nach Ungarn. Und ganz untypisch für uns, nicht campingmäßig, sondern in eine Ferienwohnung. Ja, und danach, später im Jahr, geht es dann nochmal mit dem Flieger in die Türkei. Und zwar in ein Hotel. Ja, lasst euch überraschen. Viel Spaß dabei. Bei unserer Ankunft in Salakarosch wurden wir, inklusive Uwes Eltern, schon direkt von unserer Vermieterin herzlich begrüßt. Hier sieht man unsere Ferienwohnung mit großer Terrasse, wo wir natürlich gerne saßen. Und schon am ersten Abend hörten wir nebenan Musik und Stimmung. Natürlich mussten wir dies am nächsten Tag erkunden und das war auch gut so, denn wir hatten es wirklich ungarisch, urig und lustig. Und natürlich gibt es hier auch sehr gutes Essen in extrem großen Mengen. Dann erfolgte noch ein Ausflug zum Balaton. Übrigens wird in Ungarn oft als Spezialität des Hauses Zander angeboten und den lassen wir uns natürlich auch gerne schmecken. Dieses war der erste Streich. Doch der zweite folgt sogleich. Als nächstes geht es also, wie gesagt, in die Türkei, wo die Camper nun ein Hotel beziehen. Hier seht ihr ein paar Aufnahmen von unserem Hotel und dem Strand. Schnell haben wir unser Lieblingsrestaurant mit regionalen Speisen gefunden. Hier gibt es täglich frischen Fisch, aber nur den, der morgens gefangen wurde, sowie Gemüse aus eigenem Garten. Wir nahmen auch an einem angebotenen Ausflug teil und fuhren mit dem Boot nach Alanya. Thank you.
ging auch an der Stelle der Felsenspringer vorbei. Dies war der damalige türkische Hit und es wurde auf dem Boot getanzt, gesungen und Späße gemacht. Schnell hatten wir uns mit dem Hotelfotografen angefreundet, der auch die Ausflüge natürlich mitmachte. Und er ließ kein waghalsiges Manöver aus für gute Bilder. Da er gebürtig aus Kassel kam, war die Verständigung kein Problem. Dann besuchten wir den riesigen Basar mit unzähligen Gewürzen, Tees, frischen Früchten und Klamotten. Seht ihr auf der Rückfahrt einen Stopp an der Liebesgrotte. Wieder einmal mit waghalsigen Sprüngen von den Felsen. Zum 60. Geburtstag von Uwes Mutter besorgte uns Ahmed ein Auto, sodass wir einen schönen Ausflug zu den Ruinen einer alten Tempelstadt im Landesinneren machen konnten. Oh ja, so sahen hier teilweise die Straßen aus. Bei dieser Frau auf dem Foto, die mit ihren Hühnern zusammen im Haus lebt, trinken wir einen schwarzen Tee. Für abends hatte uns wiederum Ahmed einen Tisch im Felsenrestaurant reserviert mit Blick auf Alanya.
Dann haben wir den Lederwarenhändler Adem kennengelernt. Hier bekamen wir immer einen Tee, manchmal auch etwas zu essen. Auch ein Ständchen. Hier wurde zu fast jedem Angebot des riesigen Buffets erklärt, was es ist. Leider war das auf der Aufnahme unverständlich. Wir hatten auch eine sozusagen eigene Bedienung im Speisesaal. Sie war super nett und besorgte uns einfach alles. Mit Cetin und Ahmet hatten wir in diesem Urlaub so richtig Spaß. Und zweifelsohne sie auch mit uns. Man muss dazu sagen, dass jeder der Angestellten gerne gefilmt werden wollte. Und Spaß stand ständig an erster Stelle. Dann macht man auch schon mal bei den üblichen Hotelspielchen mit. Und das Glück liegt ganz bei unserer Familie, denn wir räumen gleich 3 Preise ab. Ja, das war unser Time Trekkie von 1997. Und wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr gerne einen Daumen da lassen, ihr dürft gerne kommentieren und am besten ihr lasst ein Abo da und tätigt die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von uns. Ja, dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.